Wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ja, ich habe mir gedacht, warum nicht mal ein Let's Play machen? Warum nicht das Ganze ausbauen? Jetzt kommt der Winter, jetzt habe ich wieder mehr Zeit. Und ja, ich habe mir gesagt, warum nicht? Also, in diesem Sinne werde ich heute mal ein kleines Let's Play machen. Und ja, was steht heute mal an? Ja, wir müssen jetzt mal zwei Felder so oder so grubbern, dass wir das gehäckselte Stroh mal einarbeiten. Hier bei diesem Acker wird oben ein Eck weggenommen, da kommt ein Eck Wiese gemacht, dass wir ein Ballenlager hinmachen können. Oder dass wir das Ballen dort lagern können. Weil ja, die ganzen Hallen hier werden langsam voll von den ganzen Geräten. Ich würde mal sagen, reden wir nicht weiter um meinen heißen Brei herum, sondern legen wir eher los. Traktor wartet schon. Schön mit dem Kultivator. Aber wir werden hier auch nicht alles machen. Ich mache hier ein paar, zwei, drei Bahnen. Den Rest machen wir eben wieder direkt zart. Es geht nur darum, dass es hier dann hier oben schöner Einarbeit eingearbeitet ist. Oder wir werden hier generell vielleicht Wiese dann noch anbauen. Ja, immer diese Ecken. Die Ecken sind gerade nicht so das beliebteste in der Landwirtschaft. So, das hätten wir mal. Dann fahren wir jetzt mal rüber. Ja, meine lieben Freunde, ich werde jetzt aber auch dann noch versuchen, im Winter werde ich wahrscheinlich weniger streamen, jetzt in nächster Zeit wird sowas wo wahrscheinlich gar kein Stream, da wollen wir kommen, aber ich werde wahrscheinlich jetzt auch so kleine, ja, Let's Plays, Vlogs aus dem VLife machen, versuchen. Ich werde jetzt da auch in diese Technik investieren. Mal gucken, wie das dann ankommt bei euch. Ich hoffe es mal sehr gut, denn es ist doch jede Menge Arbeit. Ich werde jetzt dann auch ein neues Intro wahrscheinlich jetzt anfertigen. Mal schauen, was ich da jetzt noch so alles auf Lager habe, videotechnisch und so. Mal gucken. Und sonst, naja. Ist es doch spannend, was heuer noch so alles wird. Vor allem, ich freue mich mal schon auf LS19. Da hört sich die ganze Sache schon mal nicht so schlecht an. Mal schauen, wie er wirklich wird. So, wo haben wir jetzt an den Drescher? Hier haben wir den da.
Oder rasieren könnte ich mich auch mal wieder. Oder lass mir so einen schönen Vollbart wachsen. So, dann sehen wir dort jetzt mal schnell die Wiese ein. Man kann die schon mal auswachsen und dann mal schauen, ob man nur die beiden Sohlen schlichteln oder ob ich eine Firma kommen lasse, die was ein anständiges Beinlager hinbaut. Mal gucken. Ja, Mais wird auch langsam Zeit zum Ernten. Da müssen wir auch noch einiges runterhäckseln. Boah, jojojojo. Du, wer noch mal eine Freude haben, habe ich in zwei Spuren hier reingezogen. Aber mal schauen, ich bin eben momentan mit ein paar Nachbarn am Verhandeln. Wir wollen da noch Flächen zukaufen oder pachten. Dass wir auch die Flächen hier ein bisschen vergrößern. Mal schauen, wie sie hier alles so anstellen. Jo, sieht gut aus. Da kriegen wir wohl ein paar Ballen runtergeräumt hier. Obwohl, wir können eigentlich hier gleich mal fertig machen, das Feld. So. Ziehen wir jetzt eine kleine Kurve hier rein. Machen wir das Feld gleich hier fertig. Aber später muss hier mal noch schauen, die Tiere müssen ja auch noch versorgt werden. So, schauen wir mal, wie geht's unseren Tieren. Warte, also, ja, mal da zweimal einen Zaun rüber. Oh, wir haben schon drei Rinder. Nehmen wir es mal zu. Im Großen und Ganzen sieht man nicht so schlecht aus. Ausmisten könnten wir noch. Oh, für so einen Anhänger ist der Hof schon fast zu klein.
Wir sind noch momentan überlegen, ob wir gar vielleicht mal in Schweine investieren sollten. Leute, ihr könnt es eigentlich mal in die Kommentare reinschreiben, was wir vielleicht als nächstes investieren sollten. Ob in Schweine oder wenn wir in eine Biogasanlage investieren sollten. Was würdet ihr zum Beispiel investieren? Würde mich mal so interessieren. Wir spielen hier auf der Stappenbach. Würde mich mal wirklich interessieren. So. Bleh. Was haben wir hier jetzt? Zurück. Ja, Leute, wie gesagt, kommentiert jetzt mal rein, in was ihr investieren würdet, was ihr meint, dass ihr am meisten auszahlt. Ich hätte mir gedacht, in Schweine. Wenn Kühe machen Mühe, Schweine machen Scheine. Da klebt noch ein bisschen Mist in der Schaufel. Aber auch egal. So. Ja, Kartoffeln, da haben wir auch schon einiges eingelagert hier für unsere armen, hungrigen Tiere. Gestern haben wir noch die letzten Äcker runtergedroschen. Mal schauen, was wir heute dann noch so anliegen haben. Möchte mich jetzt verarschen. Ah klar, super. Ich parke ja genau hier neben der Säule. So. Hier ist auch die Türe wieder offen. Haben wir eigentlich schon wieder. Nee, Diesel hat auch noch nicht geliefert. Meine Güte. Dass alle immer so im Verzug sind. Ja, der Hof läuft auch erst seit anderthalb Tagen, glaube ich. So, gucken wir mal hier. GPS. So sieht's gut aus. Und immer schön den gelben Strich hinterher jagen.
Die Mutter von Niki Lauda, Mama Lauda. Ja, meine lieben Freunde, so sieht's hier bei uns aus. Jo, ich bin mal gespannt, was ihr zum Beispiel so in den Kommentaren reinschreibt und was ihr zum Beispiel investieren würdet. Also wir haben hier zum Beispiel einen Schweinehof hier herum noch, Bigger und der Hanbach. Schafe sind schon im Betrieb, die hat Olli übernommen. Dann, was haben wir noch hier? Ja, der normale Kuhhof ist noch, ein paar Schweine züchten. Die BGR Stappenbau werden wir noch zum Betrieb nehmen. Na gut, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir wieder auf Kohle kommen. Wenn mit 17.000 Euro kommen wir nicht weit, aber der Hof läuft schon mal. Ja, mich würde das wirklich mal interessieren, in was ihr zum Beispiel investieren würdet wollen oder was eure Idee ist. Schlagt mal was vor. Ich würde mich freuen darüber. Und ja, wünsche euch in diesem Sinne noch alles Gute. Ja, wie gesagt, meine lieben Freunde, schreibt mal rein in die Kommentare, in was ihr investieren würdet wollen oder was euch interessieren würde. Und dann mal schauen beim nächsten Let's Play, wie weit wir da schon sind, was wir da schon erreicht haben. Wenn alles nach Plan läuft, beim nächsten Let's Play vielleicht noch ein Feldhäcksler noch angeschafft. Momentan haben wir nur einen Lakodeck-Häcksler. Falscher Knopf. Mal gucken, meine lieben Freunde, was da so rauskommt. Ich würde mich freuen über ein paar Kommentare, ich würde mich freuen über ein paar Däumchen. Wer in Zukunft nichts verpassen will, würde ich empfehlen, ein Abo da zu lassen und die Glocke zum aktivieren. Denn bei mir gibt es immer wieder neue Neuigkeiten. Hört sich gut an, neue Neuigkeiten. Und ja, wünsche euch in diesem Sinne alles Gute nochmal. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns, Kollege. Pass auf da, was du fährst. Würde man behaupten, wir sehen uns dann beim nächsten Video. In diesem Sinne, meine lieben Leute, habe die Ehre. Bis zum nächsten Mal, euer Ösibur. Ich wünsche euch noch ein gutes Gelingen und ja. Bis zum Freitag ist auch nicht mehr lange, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.